Also die Sendung wird mehrere Monate zur Verfügung stehen, Frau Kurz. In YouTube, kann man es auf YouTube sehen? Auf YouTube vielleicht? Kann man es auch sehen. Da werde ich auch dann den Link hier dann teilen. Teile ich dir auch gerne. Also wird auch, denke ich, hoffe ich mal für die Nachfolgegenerationen auch noch zu sehen sein. Für das Diversionsmuseum, für Domitz. Ja, das sind wichtige Themen aus der Sicht aus dem Jahre 2021. Vielleicht interessieren sich 2050 die Menschen dafür, was ihre Vorfahren damals so Themen hatten, worüber sie geredet haben.